Hey Leute, willkommen zurück zu Striving for Light. Ich bin ja schon fast froh, dass ich letztes Mal gestorben bin, weil ich konnte mich halt auch nicht entscheiden. Das waren wieder tausend Sachen, die ich hätte machen können. Es wäre vermutlich am besten gewesen, wäre ich dabei bei dieser Giftflasche zum Werfen geblieben und hätte nicht die Hühnchen genommen. So hat sich das einfach alles zu weit, es hat alles zu breit gestreut, ich sag's mal so. So, und wir machen natürlich hier weiter. Das Leid behalten wir erstmal und ja, ich würde mal sagen, wir starten mal direkt am Anfang schon irgendwie einen Modifier zu nehmen, ist mir jetzt nicht so ganz, weiß ich nicht, nee, also bei der ersten Map mache ich das mal nicht. Wir haben ja auch nur 3 Herzen hier am Anfang, ich weiß nicht. Muss ja nicht zwangsläufig heißen, dass das schief geht, aber wenn man wirklich blöde Modifier bekommt, dann weiß ich nicht. Wenn ich da direkt schon irgendwas hätte mit plus 1 Schaden, dann werde ich 2-mal getroffen und bin tot. Darauf kann ich erstmal sehr gut verzichten. Und es wäre ja schon mal ganz nett, wenn ich mal wieder was mit Nahkampf machen könnte. Aber gut, ich will mich da jetzt nicht schon wieder im Voraus festlegen. Weil so sollte man das halt auch generell nicht machen. So, wir räumen hier erstmal den Weg frei. Und gucken dann mal. Gucken wir uns den Talentbaum an, würde ich sagen. Vom Boss. Und schauen mal, was wir so machen können. Für den Anfang. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen blöd, dann gehe ich doch lieber auf Fernkampf. Ja gut, man kann halt mit der Waffe auch am Anfang von vorbeischießen, wobei ich damit jetzt eigentlich noch nie so das Problem hatte. Sagt er und schoss daneben. Mein Gott. Ich könnte fast glauben, ich mache das absichtlich. Aber nein. Okay, bei denen ist das natürlich ein bisschen blöd. Aber gerade so, was die hier angeht. Die sind ja auch schon ein bisschen breiter oder ein bisschen länger, besser gesagt. Und mit der Reichweite kann man eigentlich auch ganz gut arbeiten, würde ich sagen. Und ich spiele es nachher wie vor mit Maus und Tastatur. Für mich wäre das dann eher was, das mit halt Gamepad zu spielen, wenn ich mich an den Fernseher setzen würde. Um das darauf zu spielen. Und wir machen. So, damit würde ich gerne erst nochmal warten, wobei das wäre schon mal gar nicht so verkehrt. Und bei dir nehmen wir natürlich hier direkt am Anfang auch erstmal Fernkampf, würde ich sagen. Wobei, wenn da wieder Gegner spawnen, ist das halt alles ein bisschen blöd. Mit dem Stab treffen wir dann auch nur immer nur ein, aber so mit diesem Halbrundumschlag können wir dann halt auch alle treffen. So. Den Schlüssel haben wir. Und ach, diese Husterei. Das klickt jetzt jedes Mal, wenn ich hier Mute-Knopf auf dem Mikro drücke, aber hey, ist besser, als wenn ich euch hier direkt die Ohren voll huste. Und ich lasse mich jetzt auch nicht davon abhalten, aufgrund dieses blöden, schon eigentlich chronischen Hustens, hier keine Videos mehr zu machen. Das sehe ich gar nicht ein. Die einzigen Sachen, die mich aufhalten, sind Fieber und Migräne. So.
So, dich hätten wir hier auch schon am Anfang. Ich weiß ja nicht. Das wäre vielleicht ein bisschen früh. Aber man hat schon jetzt wesentlich mehr Sachen zur Auswahl, so nach den nach einigen Updates. Da stellt sich natürlich auch immer die Frage, was ist die beste Reihenfolge dafür? Also von diesen ganzen Sachen würde ich fast sagen, schwierig. Das hier ist vielleicht noch mit am schwächsten. Wobei, wenn ich gut am Anfang die ganzen Gegner wegmachen, ist eigentlich kein Problem. Ich glaube, ich gucke jetzt schon mal nach ein paar Skills. Melee Construct. Ja, wäre doch mal eine Option. Aber immer hier auf Construct zu gehen, ist jetzt irgendwie auch nicht so toll. Aber ansonsten haben wir hier gerade nicht allzu viel. Ganz ehrlich, dann machen wir das so. Dann nehmen wir das erstmal mit. Dann haben wir hier auch direkt... Wie sieht denn das jetzt hier aus? 2, 1,3. Wir brauchen auf jeden Fall Endurance Regen. Schon etwas mehr. Und was den Rest angeht, gut, kostet 2,5 Regeneration haben wir. Das Maximum müssen wir eh erhöhen. Ich werde jetzt sowieso erstmal ein paar Punkte hier verteilen, um einfach auch ein bisschen mehr Knotenpunkte hier zu sehen zu kommen. Ansonsten, das ist doch auch eine gute Idee. Einfach mal hier unten so lang. Dann haben wir jetzt 2,5 und Dingens. Attack Speed würde ich erstmal drauf verzichten. Ich glaube, dann ist das so ganz okay. Dann haben wir 5, 3,1 Regeneration und 2 kostet das. Das sieht doch ganz okay aus. Aber irgendwie spiele ich nur noch mit Konstrukten. Aber ich hatte das jetzt hier gerade zur Auswahl. Und die anderen Sachen, die hier so waren, sowas wie Scattering Hit, ich weiß ja nicht. Davon bin ich, das finde ich halt überhaupt nicht so toll, so praktisch. Meteor Cast, gut, ich hätte direkt auch einen Skill Gem nehmen können. Ah, ich weiß nicht. Direkt am Anfang sowas zu benutzen. Clash of Steel wäre natürlich vielleicht dann auch auf jeden Fall noch eine Option. Ausdauerregeneration nehmen wir dann auch noch mehr mit, weil wir brauchen sowieso noch eine ganze Menge davon wahrscheinlich. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, fangen wir hiermit an. Aber sowas ist natürlich ein bisschen doof. Wie ich das jetzt geschafft habe, da so durchzukommen, ohne Schaden zu nehmen, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen Rätsel, aber egal. So, Sword of the Phoenix nehmen wir, glaube ich, auf jeden Fall mit. Ja gut, hat auch Energiekosten, aber ansonsten ist das doch besser, glaube ich schon. Das ist eigentlich ganz gut. So. Und was so die Skillpunkte angeht, würde ich erstmal sagen, lassen wir das. Die Kisten müssen wir uns dann auch noch holen, aber ich würde sagen, wir machen erstmal hiermit dann weiter. So, Exploding Projectiles, Projectile Multiplicator. Das mit der Shooting Direction brauche ich sowieso nicht. Cutting Shot, ist halt alles nicht so toll.
Gut, dann haben wir schon wieder 3 Punkte. Dann machen wir auf jeden Fall hiermit weiter. Dann nehmen wir noch Clash of Steel mit, würde ich sagen. Wenn ich mir das hier so angucke, 3,7 kostet 2. Wir bräuchten noch ein bisschen mehr Regeneration. Additional Projectiles ist halt egal. In dem Fall würde ich sogar sagen, wir können das mal umwandeln. Increase Melee Damage. Ja gut, dann nehmen wir das mit, dann nehmen wir das mit, dann nehmen wir das nicht jetzt mit. Gut, kostet jetzt 3. Okay, dann machen wir das erstmal so. Und dann versuchen wir das bei dir hier. Weil das hier bei ihm ist natürlich schon so ein bisschen kniffliger. Weil die halt einfach, ich weiß gar nicht, ob das wirklich dann mehr Gegner sind oder auf jeden Fall spawnen die schneller. So kommt mir das zumindest vor. Verdammt, das war unnötig, aber egal. Das war auch unnötig. Das war auch total unnötig. Ach Gott, ja, ja, das könnte... Ich würde das schon gerne überleben, aber gerade ihn am Anfang, gut, da waren jetzt ein paar wirklich doofe Treffer bei. Aber das ist halt schon nicht ohne. Und ich habe jetzt auch 4 Herzen. Hätte ich 3 gehabt, dann wäre es das halt schon wieder gewesen. Deswegen... Ja komm, wir machen das... Ah, darunter gehen ist halt melee-technisch auch nicht unbedingt vielleicht die beste Idee. Aber gut, wir haben hier noch ein paar Herzen liegen. Ich würde sagen, wir gehen hier trotzdem runter und dann gucken wir mal. Hallo, Grite. Und ich klatsch dich mal hier mit den ganzen Dingern voll. Du musst dich halt da natürlich auch reinbewegen. Muss halt möglichst nah an den dran sein und hier... Auf Teufel komm raus, die Dinger da hinsetzen. Ja, komm her. So, geht doch. Na gut. Aber die Sache mit Melee Constructs. Ich weiß ja nicht. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Macht halt ein paar Sachen echt schwieriger. Gut, dann haben wir... Oh ja, wunderbar. Die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und dann... haben wir noch einen Punkt. Das ist, sieht ja eigentlich ganz gut aus. Windschock... weiß ich nicht. Werde ich vielleicht auch irgendwann mal ausprobieren. Aber jetzt würde ich das erstmal... nicht nehmen. Und was den Rest so angeht. Ja, dann können wir eigentlich zum Boss. Gerade wenn ich auf Melee Constructs gehe, dann bräuchte ich vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr Leben generell. Ich muss halt schon mit den Dingern nah ran. Muss auf jeden Fall ein bisschen mehr auf Herzen achten. Gut, ich kann die dann halt auch die ganze Zeit hinter mir herziehen, auch die Bosse zum Teil, aber ich weiß nicht. Gut, wir könnten... Ja gut, die Stäbe sind jetzt sowieso nicht so interessant. Emerald Staff.
Companions, aber irgendwie... Nee, würde ich jetzt auch nicht nehmen. Gut, dann 4,9 Regeneration 3 haben wir da. Das war, wie war denn das hier? Kostet 1. Dann nehmen wir Clash of Steel noch direkt mit und können dann später auf jeden Fall noch die Regenerationsrate erhöhen und generell ja vor allen Dingen hier das Limit noch weiter. Das wäre jetzt erstmal so, wie ich mir das vorstellen würde. Okay, das hätten wir. Wir machen jetzt schon ein bisschen Schaden. Das heißt, ich packe jetzt hier mal einen Modifier dran. Und was haben wir hier? Mehr Damage. Das ist natürlich nicht so toll. Trap Amount, Trap Damage. Das ist auch alles nicht so... Aber lieber mehr Trap Damage als Enemy Damage. Ich verballer jetzt hier die ganzen Sachen. Movement Speed. Das ist okay. Gerade am Anfang würde ich sagen, das ist auf jeden Fall okay soweit. Wir haben jetzt noch nicht so viel Bonus, aber wir können halt auch noch nicht so viel machen. Dann nehmen wir doch das mal direkt. Oh, hallo. Ist aber schon eine ganze Menge los. Da laufe ich jetzt nicht hinterher. Oh, hallo. Was haben wir denn da? Poison, okay. 18 Damage sogar. Uiuiui. Das dauert halt wesentlich länger dann, aber macht halt auch eine ganze Ecke mehr Damage. Ich bleibe jetzt erstmal hierbei. Bräuchte doch auf jeden Fall ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit, würde ich fast sagen. Moment. Aber, wie sieht denn das jetzt aus? 4,9 und 5? Ja, das ist nämlich jetzt das Problem. Nicht nur Attack Speed, sondern wir verbrauchen halt ein bisschen mehr, als wir regenerieren. Gut, ich brauche jetzt auch erstmal nicht eine Million von den Dingern, sondern wenn ich 2, 3 habt, die vernünftig platziert sind, dann reicht das ja auch schon. Für den Moment. Hier ist natürlich die Frage, was man denn sonst noch so nehmen könnte. Als Waffe für diese Konstrukte. Das würde ich natürlich gerne mitnehmen. Gut, bei 18 Damage bräuchte das jetzt auch nicht wirklich den Schaden modifizieren. Das ist auf jeden Fall schon ordentlich. Ja, diese Würmer sind natürlich so ein bisschen schon ein Problem, so wie die sich halt bewegen. Und den dann auch zu treffen ist halt... Ja komm, dann machen wir so, sonst dauert das halt auch zu lange. Hier ist wahrscheinlich ja das Ende. Könnte man auch schon früher sehen, wenn man denn auf die Minimap guckt. Okay, dann haben wir wieder 3. Das heißt, ich könnte jetzt auch erstmal wieder schauen, ob wir nicht hier vielleicht das auf jeden Fall mitnehmen. Und... Sowas wie Bleeding Swirl ist halt wieder für Range und deswegen, nee, würde ich direkt sagen, wandeln wir um. Max Energy brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Die Frage ist, ob das jetzt eine gute Idee ist, hier alles umzuwandeln, ständig.
Leben kann man mitnehmen, Max Ausdauer kann man mitnehmen und dann sieht das erstmal soweit ganz okay aus, würde ich sagen. Ja, das sollte eigentlich erstmal soweit passen dann. Da oben haben wir noch die Kiste. Und ein Ei. Die Eier nehme ich halt auch nur noch für XP im Prinzip mit. Oder halt ganz am Anfang, wenn ich noch keine wirklich vernünftige Waffe habe. Weil die sind halt schon nicht so verkehrt. Auf jeden Fall ein Upgrade am Anfang. Aber gerade später ist das halt so ein bisschen so eine Sache. Gut, dann habe ich immer wieder die Eier und kann dann theoretisch XP mitnehmen, aber für was anderes. Das Problem ist halt so ein bisschen, dass ich nicht weiß, also... Wie gesagt, ich mache das dann halt nur für XP. Also mit den Drops kann ich da jetzt auch... Oder mit den Waffendrops kann ich da nichts wirklich in der Regel anfangen. Das Beste ist wahrscheinlich, dass ich nicht mal so wirklich dicht an die Gegner dann ranlaufe, sondern einfach gucke, dass ich die so ein bisschen hinter mir herziehe und hoffe, dass sie dann in die Nahkampfkonstrukte reinlaufen. Bei Bossen ist das teilweise, aber bei manchen Gegnern, ich wollte jetzt sagen nur Bosse, aber bei manchen Gegnern ist das halt mit den Dingern echt ein bisschen schwierig. Gut, dann nehmen wir das hier auch wieder mit. Ja, ne? Und diese Situation halt. Gegen solche Gegner ist das halt schwierig. Also mit Fernkampfkonstrukten komme ich da halt sehr viel weiter mit. So habe ich dann immer so Zeit, wo ich halt eigentlich gar nichts machen kann. Ich kann dann auf Fernkampfwaffe wechseln, aber im Prinzip... Da ich das ja nicht irgendwie großartig mit hochziehe, sondern mich schon so ein bisschen spezialisiere auf eine bestimmte Sache, macht das halt dann auch irgendwann keinen Schaden mehr. Am Anfang geht das noch, so ein bisschen zumindest. Aber selbst da merkt man schon relativ früh, dass man halt dann nur noch so minimal Schaden macht, wirklich. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Scattering Hit. Da würde ich erstmal drauf verzichten wollen. Dann nehme ich lieber das hier erstmal mit. Dann haben wir nämlich jetzt 6,1 Regeneration, 7 Maximum und 5 Kosten. Das heißt, mit ein bisschen mehr Regeneration hätten wir auch wieder wesentlich mehr Spielraum, um den Schaden dann zu erhöhen. Ich könnte auch nochmal ganz kurz gucken. Aber ich hatte letztes Mal ja schon geschaut und diese ganzen anderen Sachen hier... Double Hit hätte ich noch. Clash of Steel haben wir. Increased Melee Damage wäre halt noch eine Option. Aber gerade so früh in so einer Run würde ich sowas halt nicht benutzen eigentlich. Würde ich eher einen Blick drauf haben, das zu gucken, dass ich irgendwie woanders da noch Gems bekomme. Skill Gems. Warum kriege ich denn jetzt hier immer diesen verdammten Wurm? Überall Würmer. Ja, wegen dieser Wüste. Ich weiß schon. Okay. Machen wir das halt so. Ja, wenn das noch ein Ticken schneller angreifen würde,
dann wäre das schon sehr nett, wenn ich zumindest irgendwie da noch Attack Speed ein bisschen hoch kriege, aber ich brauche dann halt natürlich auch noch die Regeneration dafür. Was jetzt diese ganzen Sachen hier erstmal angeht. Gut, ich könnte hier natürlich Melee Damage dann erhöhen. Das wird dann sogar auch... Das wäre dann auch okay. Andererseits könnte ich dann auch Attack Speed hier mitnehmen. Aber da ist jetzt auch nichts mehr so wirklich, wo ich weitermachen wollen würde. Die Sache ist natürlich auch hier mit... Poison on Hit ist halt auch nicht so der Bringer, ne? Ich würde dann eher was anderes nehmen wollen. Melee Construct on Attack. Ja, super. Dann könnte ich das ja... entfernen. Nicht so wirklich. Dann müsste ich das halt rausnehmen. Aber ist halt auch, glaube ich, nicht eine Option. Ich würde dann eher sagen... Wir machen hier, probieren das hier nochmal. Spider Companion on Attack passt jetzt auch nicht so... Windshock on Hit. Ich lasse mal Windshock. Ich will jetzt die ganzen Dinger dafür auch nicht verballern. Und dann nehmen wir... Ich bin mal vorsichtig. Ich nehme erstmal noch Leben mit. Das könnte ich dann vielleicht die zwei hier noch verbinden. Dann hätten wir noch Ausdauerregeneration. Und was so die anderen Sachen angeht, Windshock ist halt... Weiß ich nicht. Mit Knockback finde ich jetzt ehrlich gesagt blöd. Weil ich, das ist halt Nahkampf, ne? Ich will halt an Gegner dran sein. Und wenn ich jetzt Knockback habe, dann muss ich da immer hinterherlaufen. Habe ich jetzt noch nie probiert, glaube ich, Windshock so wirklich. Aber das stelle ich mir nicht so praktikabel vor. Und was die anderen Sachen angeht, gut, hier haben wir schon wieder eine Menge Energy-Zeug und Range-Kram. Hier auch. Und hier auch. Gut, ich könnte dann noch ein bisschen Ausdauer erhöhen. Und Flat, weiß ich auch nicht, was ich davon so wirklich halten soll. Damage is scaling with your melee damage and with skill stacks. Kostet halt Energie und Ausdauer. Ich weiß nicht, ob man sich hierauf auch drauf spezialisieren könnte, ist halt die Frage. Gut, wie dem auch sei, wir machen dann nächstes Mal weiter. Ich guck mal, dass ich vielleicht dann auch noch, wenn wir genug Ausdauerregeneration haben, vielleicht noch Attack Speed ein bisschen mit reinnehme. Einfach weil mit dieser Standardgeschwindigkeit von 0,7, das ist schon ein bisschen lahm. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.